Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, der Wochenspruch dieser ersten Woche im neuen Jahr steht im Johannesevangelium. Im ersten Kapitel dort, der Vers 14, er lautet: Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gleich zweimal begegnet in diesem Vers das Wort Herrlichkeit. Von uns Christen heißt es da, wir sahen seine Herrlichkeit. Gemeint ist Gottes Herrlichkeit. Sichtbar wurde sie in Jesus Christus. Das klingt recht christlich und fromm. Aber stimmt das mit unserer Erfahrung überein? Haben wir beim letzten Weihnachtsfest den Eindruck gehabt, wir sehen Gottes Herrlichkeit? Gesehen haben wir vielleicht einen Weihnachtsbaum, Kerzen, ein paar Geschenke, Plätzchen, vielleicht noch Krippenfiguren und ein Jesuskind in der Mitte. Auch wenn da weihnachtliche Gefühle aufkamen, war das schon die Herrlichkeit Gottes? Bei uns in meiner Familie gab es zu Weihnachten ein Ereignis, das uns zuerst erschrecken und dann aufatmen ließ. Einer unserer Söhne war in der Nacht nach Heiligabend mit dem Auto unterwegs. Mit hoher Geschwindigkeit hatte er eine Kurve verfehlt und ist im Acker gelandet. Das Auto war zusammengefaltet. Aber unser Junge stieg unverletzt aus dem Wrack. Gott sei Dank. Wir sahen ein Geschenk Gottes in dieser Bewahrung. Vielleicht war das schon ein wenig näher an einer Erfahrung der Herrlichkeit Gottes. Aber doch auch nicht so ganz. Die meisten Menschen würden so etwas eher unter der Kategorie Glück gehabt abhaken. In unserem Wochenspruch steht ganz klar, dass die Herrlichkeit Gottes allein sichtbar wird in der Person Jesus Christus. Denn es ist, wie es wörtlich heißt, eine Herrlichkeit, die etwas mit dem eingeborenen Sohn zu tun hat. Für die, die sich etwas näher für den biblischen Text interessieren, möchte ich erwähnen, dass das griechische Wort, das in unserer Lutherbibel mit Herrlichkeit übersetzt wurde, Doxa lautet. Doxa ist eine rein göttliche Eigenschaft. Sie kann aber von Menschen wahrgenommen, gespürt und gesehen werden, weil Gott seine Doxa oder Herrlichkeit sichtbar werden lassen wollte. Wer aber hätte geahnt, dass sich Gott so verborgen öffnet und sehen lässt, menschlich, kindlich, klein, unscheinbar, im letzten Winkel der Welt. Man möchte fast sagen, typisch Gott. Er lässt sich einfach nicht ausrechnen. Wenn wir Herrlichkeit hören, dann schauen wir nach einer Sensation aus, nach einem Superstar oder nach einer sehr mächtigen Person. Bei Gott lernen wir, wir müssen genauer hinschauen.
Woran erkennen wir, dass wir mit Gott zu tun haben? Unser Wochenspruch meint, dass Gottes Herrlichkeit erkannt wird an Gnade und Wahrheit. Das sind die seltenen Momente in unserem Leben, in denen wir unmittelbar vor Gott stehen, wenn wir spüren, dass Gott uns berührt. Gott berührt uns mit seiner Herrlichkeit, voll Gnade und Wahrheit. Drei Worte, die für all das stehen, was wir zu innerst erhoffen und erstreben. Auch wenn Weihnachten in diesem Jahr so anders war, an den drei Worten wird sich nichts ändern. Christus bekam ja Gold, Weihrauch und Myrrhe. Christus schenkt uns seine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und einen gesegneten Start in das neue Jahr. Ihr Pfarrer Jochen Walker. Ich lade Sie ein, mit zu beten. Herr der Zeit. Wir blicken zurück auf das vergangene Jahr und erkennen manche Spuren deiner Güte und Barmherzigkeit in unserem Leben. Du hast uns glückliche Stunden geschenkt, Freundschaft und Trost in Krisenzeiten. Und manchmal haben wir den Flügelschlag von Engeln gespürt, durch die du uns beschützt und geleitet hast. Dafür danken wir dir. Aber die vielen Katastrophen, die das Leben anderer Menschen zerstört haben, stellen deine Gerechtigkeit und Liebe in Frage und klagen unseren Lebensstil an. Wir bitten für die Menschen, die durch das Coronavirus gestorben sind, und für ihre Angehörigen. Wir fürchten uns vor dem, was auf uns und unsere Welt zukommen könnte. Gott, präge uns ein, dass deine Zusagen verlässlich sind und niemand je aus deiner Hand herausfällt. Vertreibe das Dunkel in unserem Herzen mit dem Licht deiner Gegenwart und führe uns im neuen Jahr näher zu anderen Menschen und zu dir. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.